natürlich haben wir unserem kleinen Baby in der ersten Nacht zugeflüstert, was alle Eltern sagen: Ich werde immer auf dich aufpassen. Dann steht man auf einmal dort vor dieser großen Herausforderung, da ist irgendwas Großes, Unbekanntes. Und da ist gerade kein Lotse. Eltern, die ein schwerkrankes Kind haben, das ist schon per se schwierig zu managen. Aber dann noch ein Kind mit einer seltenen Erkrankung zu haben, das ist nochmal eine Potenzierung der Probleme. Bei einem völlig unklaren Krankheitsbild so lange zu suchen und zu forschen, bis man die Ursache entschlüsselt hat. Das dauert manchmal wirklich Jahre. Sie werden nicht umsonst Waisen der Medizin genannt. Das heißt, die Menschen fühlen sich oft in ihrer Situation alleingelassen. Die Diagnose, die Alina hat, ist so selten, dass wir überhaupt derzeit nur 20 Patienten auf der ganzen Welt kennen. Die einzelne Krankheit haben wenige Menschen, aber das Phänomen der seltenen Erkrankung kommt eben leider öfters vor. Allein in der Bundesrepublik sind es geschätzt zwischen 4 bis 5 Millionen Menschen. Die haben genauso ein Anrecht auf Gesundheit wie wir anderen auch. Und wir haben in den letzten Jahren viele Krankheitsbilder entschlüsseln können, aber eine Diagnose hilft den Menschen nicht. Was sie brauchen, ist eine Therapie. Zunächst muss man das Gen verstehen, also welche Rolle es im Körper und im Stoffwechsel des Menschen spielt. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man gezielt eventuell Medikamente entwickeln, um dann den Patienten am Ende auch im besten Fall zu helfen. Habt ihr jeden Abend eure Spritze gemacht? Ja. Wo macht ihr die denn hin? Am Popo. Die schönsten Patienten sind die, die man eigentlich sehr gut behandeln kann und wo man sich wirklich freuen kann, dass sie mit der Behandlung gesund sich entwickeln können, wenn man auch im Hinterkopf weiß, wie es ohne Behandlung wäre. Ich sage immer, das sind die Experimente der Natur. Sowas wie eine Spitze des Eisbergs. Und man erkennt Mechanismen, die letztendlich aber auch dann häufigen Krankheiten zugrunde liegen. Mein Traum war eigentlich immer nach New York mal zu reisen. So Kleinigkeiten, die wahrscheinlich jeder immer eine andere Menschen draus machen kann. Einfach fliegen, in ein Flugzeug steigen. 17 Jahre haben wir versucht, mit dieser sehr seltenen Erkrankung unserer Tochter umzugehen. Und seit ungefähr einem Jahr gibt es jetzt Gott sei Dank ein Medikament. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen und ich konnte endlich nach New York die Stadt sehen. Helfen kann man in erster Linie damit, dass in dem Bereich geforscht wird. Aber die Stiftung versucht auch, Netzwerke zu schaffen. Denn es ist ganz wichtig, dass das, was auch schon da ist an Wissen, dass das verbreitet wird. Dann schaut man dahin und stellt fest, hey, das ist eigentlich ein ganz normales Leben. Klar, es ist ein Leben mit besonderen Herausforderungen und vielleicht ein paar mehr Sorgen, aber es ist ein ganz normales Leben.